رسول الله ربانا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربانا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه. Eine Geschichte, barakallahu fikum, noch. Wie die Frau treu zu ihrem Mann war. Allahu Akbar. Ey Allah. Das muss wallahi. Heute, als ich das geschrieben habe, ich könnte das nicht mehr, nicht weiterschreiben können. Und da sieht man hier, wie ich sehe jetzt, dass ich auch falsch geschrieben habe auf Arabisch. Weil diese Geschichte, barakallahu fikum, mit Uthman, radwanallahu alayhi war. Uthman, der wollte keinen Krieg in der Medina haben. Der wollte niemals ein Schwert tragen in der Stadt von unserem Propheten Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Und die Leute, natürlich diese Verräter, Khawarij wal-Iyadu billah. Diese Khawarij, die Muslimin vom Islam ausgeschlossen haben. Und die haben Uthman vom Islam ausgeschlossen. Diese Leute, wal-Iyadu billah, die kamen. Und Uthman könnte Sahaba sagen, tötet sie. Aber Uthman hat gesagt, nein, ich lasse nicht. Ich lasse niemals eine Fitna in Medina vom Propheten. Weil ich versprochen habe und ich möchte das nicht machen. Ich habe vom Propheten gehört, wenn jemand zu dir kommt und der will dich töten, dann töte ihn nicht. Lass ihn dich töten und er wird deine Sünde am letzten Tag bekommen. Uthman radhiyallahu anhu hat den Leuten gesagt, Al-Hasan, Al-Hussein und alle Sahaba, geht weg. Wenn ihr mir gehorcht, dann geht weg alle. Die sind weggegangen. Dann kamen die Leute zu ihm, sie wollten ihn töten. Und als sie ihn mit Schwert schlagen wollten, es kam Naila, radwanallahu alayha, seine Frau. Und sie hat, subhanallah, sie hat mit ihren Händen sozusagen das Schwert, die hat ihm so gemacht, barakallahu fik. Die haben ihre Finger geschnitten, dass sie nur Uthman verteidigt. So ist eine Frau. So ist eine treue Frau, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet für ihren Mann. Die wollen ihn töten und sie macht ihre Hände vor ihnen. Die haben ihre Hände geschnitten, dass sie Uthman töten und dann haben sie Uthman getötet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Frau im Paradies bringen und sie war von Sahaba. So waren die Frauen, barakallahu fikum, zur Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und seine Gefährten. Und schaut mal jetzt die Frauen, wie sie geworden sind. Jede will nur für sich selber leben. Viele Frauen, die sind egoistisch geworden. Aber die Frauen von Sahaba, die waren anders. Und eine Frau, barakallahu fikum, die in der islamischen Geschichte, und das ist das Letzte für heute, inshallah, eine Frau, die in der islamischen Geschichte wirklich Geschichte geschrieben hat, die war Fatima bint Abdul Malik. Fatima bint Abdul Malik. Man hat gesagt, bintul Khalifati wal Khalifatu jadduha. Uchtul Khalaifi wal Khalifatu zawjuha. Das bedeutet, sie ist die Tochter von Kalif. Und der Khalif ist ihr Großvater. Und ihre Brüder sind Khalifen und ihr Mann ist Khalif. Fatima bint Abdul Malik. Die war die Frau von Umar ibn Abdul Aziz, radhiyallahu anhu. Als er die Khilafa übernommen hat, der kam zu ihr. Der hat gesagt, ich bin Khalif geworden, sei nicht froh. Sondern sie haben sozusagen getrauert, weil er die Verantwortung übernommen hat. Sie hat das ganze Leben, sie hat alles geopfert, dass sie mit ihm bleibt und dass sie Allah subhanahu wa ta'ala richtig allein und einzig anbetet. Und sie war treu zu ihrem Mann. Sie hat gespendet für Allah subhanahu wa ta'ala. Sie hat mit ihm alles gemacht. Sie haben beide, sie hatten keine Diener und keine Sklaven. Sie haben beide selber zu Hause gearbeitet. Ihr Vater ist Khalif. Ihre vier Brüder, vier, die waren Khalifen. Ihr Großvater ist Khalif und ihr Mann ist Khalif. Und trotzdem lasst sie das ganze Luxus für Allah subhanahu wa ta'ala. So sollte eine muslimische Frau sein. So sollte, barakallahu fikum, der muslimische Mann sein. Wahrhaftig, gläubig,
قوت تاتن بجين الله سبحانه وتعالى فرشتن قوتن كاركتر هابن قوتس بنيمن هابن بام هيرزيكايت هابن جدولت سايجن فون بايدن زايتن wenn er sie anschaut dann ist er froh wenn sie ihn sieht dann springt ihr herz weil ihr mann da ist die halten zusammen die handeln für Allah subhanahu wa ta'ala die wollen zusammen ins paradies kommen es gab manche frauen barakallahu fikum als ihre männer starben dann kamen andere männer da haben gesagt wie Naila zum Beispiel die frau von Uthman Muawiya radhiyallahu anhu wollte sie heiraten der hat ihr gesagt ich will dich heiraten da hat sie ihm gesagt nein nach Uthman will ich keinen mann Nach Uthman will ich keinen Mann. Eine andere Frau, ihr Mann ist gestorben, man wollte sie heiraten, sie hat gesagt, nein. Ich will inshallah mit meinem Mann ins Paradies kommen. Das wäre der alte Mann, die wollte nicht den zweiten Mann haben. So treu waren sie. Natürlich, sie kann heiraten und so weiter. Aber trotzdem haben sie anders gelebt. Sie haben Allah gefürchtet, sie haben für den Islam gelebt. Und wenn wir solche Männer und solche Frauen heutzutage haben, die nach dem Islam handeln, dann barakallahu fikum, haben wir die frohe Botschaft in diesem Leben und inshallah am letzten Tag. Dann haben wir Familien, abgesehen davon, was die Kuffar heute machen. Die Kuffar wollen keine Familien, die Kuffar wollen Partnerschaften, ohne Heirat, die wollen Unzucht, die wollen nur für ihr Leben sein. Ist ihnen egal. Hauptsächlich jeder lebt für sich selbst. Seine Frau geht fremd oder sein Auto wird kaputt. Nein, seine Frau geht fremd, ist für ihn besser. Wal'iyadu billah. Aber hauptsächlich sein Ego, der muss das befriedigen und das muss gut sein. Aber wir Muslime, wir sind anders. Und wir leben für Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir wollen die zufriedenen Allah subhanahu wa ta'ala haben, damit wir ins Paradies kommen. Wir wissen, dass diese Leute denken, dass wir zurückgeblieben sind. Oder dass wir nicht verstehen, oder dass wir nicht gut leben. Nein, das Leben ist das Leben des Herzens. Und wir leben für Allah, nicht für die Leute. Und wir wollen ins Paradies. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch ins Paradies bringen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Wenn ich was Gutes gesagt habe, dann durch die Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn ich was Schlechtes oder Falsches gesagt habe, von mir und von Shaitan. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salli lahumma ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين
بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون